zu Pavel, Sie boxen am 8. März in Berlin. Welche Erwartungen haben Sie in diesem Kampf? Welche Erwartungen er hat? Also, mam jasno określony plan. Wiem, czego chcę od życia, wiem, czego chcę od boksu. Chcę zwyciężyć w skrócie. Hat einen kurzen und ganz klaren Plan. Möchte gut leben und möchte auch guter Boxer Weltmeister bleiben. Er hat den letzten Kampf von Hernandez gegen Alexeyev gesehen. Und was hält er von diesem Kampf? Ja, ich habe die Marke Hernandez und Alexeyev. Widziałem wszystkie walki. Er hat alle Kämpfe Hernandez gesehen. Und was hält er von diesem Boxer? Er hat kubinische Schule. Jetzt hat er deutsche Ausdauer, also deutsche Schule auch verinnerlicht. Was hält er von diesem Boxer? Ich hätte das widziałeś dwie szkoły bokserskie, kubańską i powiedzmy niemiecką. To co sądzisz o tych dwóch szkołach? Jak oceniasz te dwie szkoły? Wiadomo, że z tego i z tego może coś dla siebie wyciągnąć po prostu. Beide Boxer sind gut und beide Schulen sind gut und von jeder Schule kann man was lernen. Ich kann sagen, das ist der Rechtsausleger. Macht das viel was aus, dass er halt nicht Normalausleger ist? Das hat nicht viel zu sagen, dass er gerade mit der längeren Hand kämpft. Er muss bloß gute Sparringpartner kriegen und die auch mit linker Hand kämpfen. Und da wird alles gut sein. Berlin liegt in der Nähe von Polen. Wie viele Fans erwartet man aus Polen in Berlin? Über diesen Kampf spricht man schon sehr viel in Polen. Wir können hoffen, dass Minimum die Hälfte in der Halle das in Polen sein wird. Was sind seine sportlichen Ziele für 2014? Zapisałem sobie właśnie w kalendarzu na zaraz po Sylwestrze, teraz na styczniu, czy na roku mistrzostwa świata. Gleich nach dem Neujahr, im neuen Kalender hat er sich eingeschrieben, dieses Jahr ist ein Jahr des Weltmeister und ich will dieses Jahr Weltmeister bleiben. Letzte Frage. Professionelles Boxen in Polen entwickelt sich eigentlich sehr stark. Was ist seine Meinung, was sind die Perspektiven in Polen, was Boxen angeht? Jakie są perspektywy boksu zawodowego w Polsce? Jak do tej pory boks w Polsce rozwija się bardzo prężnie i jeżeli tak będzie dalej się rozwijał, to za chwilę będą kale na poziomie. No, das Progress in diesem Profiboxen geht in Polen ist sehr groß. In den letzten 10 Jahren, das ist ein großer Sprung nach vorne. Und wir hoffen, dass die nächsten 5 Jahre sind wir so weit, wie Sauerland jetzt ist. So, Dankeschön.